Winnetou. Ein Charakter, der so mächtig ist, dass er die Zeit überdauert hat. So wie Pierre Brice sich leidenschaftlich in dieser Rolle verkörperte und einen Teil seines Seins und seiner Seele in diesem Charakter zurückließ, ist es Ivica Zdravkovičs Inspiration und Stolz, ihn zu repräsentieren. Die Pullman City Show auf ihrer Bühne hat epische Momente für das Publikum. Der Grafikdesigner und Illustrator Osorio war bei einem spontanen Besuch so von einigen Szenen beeindruckt und inspiriert. Auf der Suche nach Themen, die für die Kunst von grundlegender Bedeutung sind, was manchmal ein Konflikt ist, findet Osorio die Motivation, diese Momente als Thema in seinen Gemälden und Illustrationen festzuhalten. Mit digitalen und traditionellen Techniken hat er großartige Bilder geschaffen. Laut Osorio erfüllt die Wahl dieses Themas viele Bedingungen, die Maler verzaubern. Die Schönheit des unendlichen Themas, des Pferdes, den Ausdruck und die Stärke des Models. Laut Osorio erfüllt die Wahl dieses Themas viele Bedingungen,
die Maler verzaubern. Die Schönheit des unendlichen Themas, des Pferdes, den Ausdruck und die Stärke des Models. Im Allgemeinen hat er eine Vorliebe für die Kunstrichtung der nordamerikanischen Cowboys und Indianer und auch lateinamerikanischer Themen. Auf dem Gebiet der Fotografie und des Videos konnten gute Ergebnisse zwischen dem Model und dem Maler erzielt werden. Dies ist neben der Malerei der Anfang. Ivica repräsentiert eine weitere Filmfigur, den Mariachi, die Osorio auch sehr inspiriert. Das bietet ihm mehr Möglichkeiten. In diesem neuen Jahr spiegelt sich alles im Plakat der neuen Show wider. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, hinterlassen Sie doch ein Like und Sie folgen diesem Kanal. Es erwartet Sie bald ein weiteres Video mit einem völlig anderen Thema.